Guten Morgen, ich bin Lisa Klotz, Kinder- und Jugendreferentin hier in der Stadtmission in Zweibrücken. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Jesus als Gnade und Wahrheit in diese Welt gekommen ist. Denn ich habe mich gefragt, Gnade und Wahrheit, wie passt das zusammen? Widersprechen die beiden sich nicht eigentlich? Die Wahrheit deckt Dinge auf. Gnade dagegen überdeckt unsere Schuld. Wahrheit ist radikal und knallhart und tut damit oft weh. Gnade dagegen relativiert die Dinge. Sie ist rücksichtsvoll und tut uns oft gut. Doch in der Bibel gehören Gnade und Wahrheit zusammen. In Johannes 1, Vers 16 bis 18 steht: Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Johannes, der Evangelist, stellt hier Mose, der das Gesetz gebracht hat, und Jesus, der Gnade und Wahrheit gebracht hat, gegenüber. Das Gesetz, das Mose gebracht hat, soll ursprünglich dazu dienen, dass Menschen ein Leben führen, das Gott gefällt. Doch kein Mensch schafft es, diesen Anforderungen gerecht zu werden, sondern scheitert immer wieder daran. Wenn wir Menschen merken, dass wir etwas nicht schaffen, was wir eigentlich tun sollten, dann setzt uns das unter Druck. Wir versuchen zu vertuschen, dass wir die Forderung nicht erfüllen können. Oder wir fangen an, dagegen zu rebellieren. Und deshalb können uns die Gebote Gottes nicht in ein wahrhaftiges Leben führen. Jesus kommt mit Gnade und Wahrheit in unser Leben. Wenn Jesus mit Wahrheit in unser Leben kommt, dann bewirkt das etwas in uns. Denn wenn Jesu Wahrheit Schuld bei uns aufdeckt, dann ist das zunächst schmerzhaft. Niemand erlebt gerne Schmerz. Und so glaube ich, dass viele an diesem Punkt innerlich ein Stoppschild aufstellen. Dass sie der Wahrheit, die ungesunde Muster, Schuld und Verletzungen aufdeckt, keinen Raum geben. Doch wenn wir das tun, dann verpassen wir etwas. Dann verpassen wir, wie die Wahrheit und die Gnade zusammenkommen können. Denn wenn Jesus die Dinge in unserem Leben aufdeckt, dann kommt er mit seiner Gnade und sagt: Ich lasse dich damit nicht allein. Du musst deine Schuld nicht länger tragen. Jesu Gnade zeigt sich darin, dass Jesus kommt, um für uns die Forderungen zu erfüllen, die wir nicht erfüllen können. Wenn wir an Jesus glauben und ihn als unseren Herrn annehmen, dann hebt er jedes Du musst und Du darfst nicht auf. Und er hebt auch jedes Du bist zu schlecht oder Du bist ein Versager auf. Es gibt dann keine Anforderungen mehr und auch keine Verurteilung gegen uns. Weil Jesus für uns die Forderungen des Gesetzes erfüllt, dürfen wir in der Annahme leben, dass über unserem Leben steht, Gesetz erfüllt. Und wenn wir das zulassen, dass Jesu Wahrheit und Gnade in unser Leben kommt, dann wird uns das frei machen und es wird uns verändern. Denn Jesu Gnade bedeutet auch, dass er uns an unseren wunden Punkten heilt und dass er uns zu geistlich reifen Menschen heranwachsen lässt. Ich habe zunächst darüber gesprochen, wie Jesus Gnade und Wahrheit in sich vereint und wie er damit in unser Leben kommt. Und jetzt möchte ich noch darauf schauen, wie wir auch in unsere Beziehungen Gnade und Wahrheit hineinbringen können. Wenn wir Wahrheit ohne Gnade weitergeben, also darauf beharren, dass wir im Recht sind und den anderen einfach nur von unserer Meinung überzeugen wollen, ohne auf ihn einzugehen, dann werden wir die Person damit wahrscheinlich verunsichern und verletzen. Deshalb ist Wahrheit ohne Gnade zerstörerisch. Wenn wir dagegen Gnade ohne Wahrheit weitergeben, weil wir denken, ich kann das doch nicht ansprechen, ich habe Angst vor der Reaktion oder ich habe Angst davor, die Beziehung zu belasten, dann haben wir Angst, die Wahrheit zu sprechen, weil wir denken, dass es lieblos ist.
Doch ich denke, dass es etwas Liebevolles sein kann, einer Person die Wahrheit zu sagen. Denn wenn uns die Person wirklich wichtig ist, dann ist es doch unser Wunsch, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommt. Und wenn ich etwas nicht anspreche, dann ist mir das Verhindern von einer blöden Reaktion oder unangenehmer Gefühle wichtiger als die Person selbst. Und deshalb ist Gnade ohne Wahrheit auch zerstörerisch. Wie bringen wir Gnade und Wahrheit jetzt zusammen? Wenn wir merken, dass wir in der Gefahr stehen, die Wahrheit ohne Gnade zu sprechen, dann ist oft das Problem, dass wir den anderen unbedingt überzeugen wollen. Es kann uns dann helfen, darauf zu schauen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Jesus, der Gnade und Wahrheit in sich vereint. Er hat die Menschen auf ihre Schuld angesprochen und hat sie aufgefordert, ihr Leben zu ändern. Doch er hat es auch akzeptiert, wenn Menschen trotzdem einen anderen Weg gegangen sind. Er hat sie nicht gezwungen, sondern sie gehen lassen, auch wenn es ihm mit Sicherheit wehgetan hat. Deshalb kann es uns helfen, uns vorher zu fragen, kann ich damit umgehen, wenn die Person nicht auf das eingeht, was ich sage und bei ihrer Meinung bleibt? Und wenn ich das nicht kann, dann sollte ich es am besten gar nicht ansprechen. Denn Wahrheit mit Gnade zu sprechen bedeutet, dem anderen Freiheit zu lassen. Wenn wir uns schwer tun, damit jemandem auch mal etwas Unangenehmes zu sagen, auch wenn es die Wahrheit ist, dann sollten wir uns vor Augen halten, dass wir der Person damit die Möglichkeit geben, umzukehren und wieder enger mit Gott unterwegs zu sein. Wenn wir die Wahrheit ansprechen, können wir damit einen Beitrag leisten, die andere Person in Freiheit zu führen. Wenn Jesus mit Gnade und Wahrheit in unser Leben kommt, dann deckt er Dinge auf und heilt und verändert uns. Er führt uns damit in ein Leben, das wir in Freiheit und in Gottes Wirklichkeit führen können. Wenn wir in unsere Beziehungen Gnade und Wahrheit hineinbringen, dann führen wir andere Menschen in Freiheit und in Gottes Wirklichkeit. Und wir dürfen erleben, wie unsere Beziehungen dadurch reicher, tiefer und echter werden. Wahrheit ohne Gnade ist zerstörerisch. Gnade ohne Wahrheit ist zerstörerisch. Doch wenn Gnade und Wahrheit zusammengebracht werden, dann führen sie ins Licht und in die Freiheit. Amen.